Ungefähr hier. Aber wenn ich hier rum Wohnhäuser und so errichte, dann... Ah, da ist einer müde. Okay. Es ist ein Bärenbusch. Mehr nicht. Ist aber trotzdem besser als nichts. Sehr schön, wir haben den Holzfäller. Das heißt, gleich mal die Werkzeugschreinerei. Oh, noch mehr Essen. Sehr gut. Ihr könnt euch immer wieder mal hier an dem Bärenbüschen laben. Okay, Jäger ist auch erfunden worden. Was ist hier für ein Zaun? Ist da wieder ein Easter Egg versteckt? Yep, wir haben Area 51 entdeckt. Ja, will. Nein, hier ist auf jeden Fall das UFO der Entwickler runtergekommen. Das Gebiet ist komplett abgesperrt. So, ich wäre froh drüber, wenn nicht das Vorratszelt fertig wäre, sondern unser Lehmarbeiter bald seinen Level up, also seinen Meisterbrief kriegt. Also ja, Lagerstätte Fischerei. Es ist eine kleine Siedlung. Jedenfalls hier. Mal gucken, was jenseits der Berge noch ist. Naja, viel scheint es nicht zu sein. Du bist hungrig, dann da oben ist ein bisschen Nahrung. Oh, hier ist auch noch ein ganzer Kriegstrupp und da ist auch noch eine Fischerei. Hm. Oh, hier sind wirklich viele Soldaten. Hier sind sogar teilweise richtige Straßen, Kriegerlager. Hier könnten Soldaten produziert werden. Na gut, ess dich mal hier an den Bären satt. Habe ich nichts dagegen, wenn du danach wieder an die Arbeit gehst.
Habe ich nicht noch zwei Bauarbeiter? Ja, habe ich. Achso, einer pennt gerade. Aber Nahrung wird knapp. Holzfällergebäude. Ja, das mit dem Lebenssammler ist gerade ein bisschen doof. Da, wir kriegen sie sich da. Hier sind alte Tempelruinen. Die haben hier wenigstens recht viel grünes Land. Du kannst trainiert werden, gut. Mann, liegt hier viel Weizen rum und hier sind auch Tote. Hier ist auch ein Kriegsturm noch. Also ja, der Kampf gegen die Palique könnte interessanter werden. Fehlt mir da nicht ein Soldat? Ach, da oben. So, Werkzeugschreinerei ist fertig. Ich hoffe, du sammelst mir zwei Lehmklumpen, bevor du wieder hungrig wirst. Sonst wäre das nervig. Und nein, ich mache noch keinen Speedboost an, auch wenn die Bäckerei und alles steht. Hast du jetzt eigentlich geheiratet? Nö, hast du nicht. Dann heirate mal. Wo steckt jetzt eigentlich unsere letzte Unverheiratete? Dich suche ich nicht. Dich suche ich. Oh, wir haben auch hier unten jede Menge Nahrung. Das ist gut. Jäger und Holzfäller wahrscheinlich in ein Familienhaus. Ja. Und natürlich ist mein Lebenssammler noch nicht so weit. Mit wem packe ich dich eigentlich dann in ein Familienhaus? Wahrscheinlich mit dem Goldsucher. Also mit dem Goldschmied. Ja.
Ja, zornige Hornisse, Schwertkämpfer mit seinem Tomahawk. Also ja, doch, wir produzieren zum Glück schon etwas Nahrung. So, wenn du den nächsten Baum stammst, kannst du Werkzeugschreiner werden. So, Bjarni ist Bäcker geworden, kann trainiert werden, ist okay. Oh, sie haben es geschafft, den Turm wieder einzureißen. Also ja, ich denke, ich habe das gesamte Lager jetzt aufgedeckt. So, wir haben den Nebenarbeiter. Gut, das heißt, zwei Familienhäuser werden gebraucht. Und zwar zwei Familienhäuser. Ach ja, und wenn wir schon dabei sind. Auch gleich den Schuster. Nicht genug Platz. Wir müssen hier ein paar Bäumchen weichen, hm? Sollte aber auch kein Problem sein. Oh, du hältst erstmal ein Nickerchen. Das ist auch okay. Meine Soldaten verteilen sich immer wieder ein bisschen. Ja. Du machst dann mir mal den Müller. Krim. Bei Weizen haben wir jetzt genug. Oder noch besser, du lernst Müller erstmal. Du kannst schon mal hier einziehen. Du ziehst hier ein. Du ziehst auch hier ein. Also ja, wir wissen, wo die Mayas ihre Gebäude haben jetzt. Sie haben sogar ein Bauernhaus und einen Farmer. Zwei Fischer. Zwei Lagerstätten. Ach ja, Steinmetz.
Huh.